Alles still von Theodor Fontane, 1851. Alles still, es tanzt den Reigen, Mondenstrahl in Wald und Flur, und darüber thront das Schweigen und der Winterhimmel nur. Alles still, vergeblich lauschet man der Krähe heiserem Schrei, keiner Fichte Wipfel rauschet und kein Bächlein summt vorbei. Alles still, die Dorfeshütten sind wie Gräber anzusehen, die von Schnee bedeckt inmitten eines weiten Friedhofs stehen. Alles still, nichts höre ich klopfen, als mein Herze durch die Nacht heiße Tränen niedertropfen auf die kalte Winterpracht. Advent von Rainer Maria Rilke, 1898. Es treibt der Wind im Winterwalde, die Flockenherde wie ein Hirt, und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird. Und lauscht hinaus den weißen Wegen, streckt sie die Zweige hin, bereit, und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit. Dezember von Erich Kästner, 1955. Das Jahr ward alt, hat dünnes Haar, ist gar nicht sehr gesund, kennt seinen letzten Tag, das Jahr, kennt gar die letzte Stund. Ist viel geschehen, ward viel versäumt, ruht beides unterm Schnee. Weiß liegt die Welt wie hingeträumt, und Wehmut tut halt weh. Noch wächst der Mond, noch schmilzt er hin, nichts bleibt und nichts vergeht. Ist alles Wahn, hat alles Sinn, nützt nichts, dass man's versteht. Und wieder stapft der Nikolaus durch jeden Kindertraum, und wieder blüht in jedem Haus der goldengrüne Baum. Warst auch ein Kind, hast selbst gefühlt, wie hold Christbäume blühen, hast nun den Weihnachtsmann gespielt und glaubst nicht mehr an ihn. Bald trifft das Jahr der 12. Schlag, dann dröhnt das Erz und spricht: Das Jahr kennt seinen letzten Tag und du kennst deinen nicht. Die Weihnachtsmaus von James Krüss, 2011. Die Weihnachtsmaus ist sonderbar, sogar für die Gelehrten, denn einmal nur im ganzen Jahr entdeckt man ihre Fährten. Mit Fallen und mit Rattengift kann man die Maus nicht fangen. Sie ist, was diesen Punkt betrifft, noch nie ins Garn gegangen. Das ganze Jahr macht diese Maus den Menschen keine Plage. Doch plötzlich aus dem Loch heraus kriecht sie am Weihnachtstage. Zum Beispiel war vom Festgebäck das Mutter gut verborgen mit einem Mal das Beste weg am ersten Weihnachtsmorgen. Da sagte jeder rundheraus: Ich hab es nicht genommen. Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein anderes Mal verschwand sogar das Marzipan von Peter. Was seltsam und erstaunlich war, denn niemand fand es später. Der Christian rief rundheraus: Ich hab es nicht genommen. Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein drittes Mal verschwand vom Baum, an dem die Kugeln hingen, ein Weihnachtsmann aus Eierschaum, nebst anderen leckeren Dingen. Die Nelly sagte rundheraus: Ich habe nichts genommen. Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen.
und Ernst und Hans und der Papa, die riefen, welche Plage, die böse Maus ist wieder da und just am Feiertage. Nur Mutter sprach kein Klagewort, sie sagte umwunden, sind erst die Süßigkeiten fort, ist auch die Maus verschwunden. Und wirklich war, die Maus blieb weg, sobald der Baum geleert war, sobald das letzte Festgebäck gegessen und verzehrt war. Sagt jemand nun bei ihm zu Haus, bei Fränzchen oder Lieschen, da gäb es keine Weihnachtsmaus, dann zweifle ich ein bisschen. Doch sag ich nichts, was jemand kränkt, das könnte euch so passen. Was man von Weihnachtsmäusen denkt, bleibt jedem überlassen. Bald ist Weihnachten. Von One, 1984. Bald ist Weihnachten, sagen die Leute, deshalb gibt es auch seit heute Lebkuchen, Nüsse und aller Leckereien in sämtlichen Supermärkten und Bäckereien. Die Auswahl mal wieder riesengroß, bunte Packungen ganz famos, locken uns und sagen kaufen, am besten gleich einen ganzen Haufen. So geht man dann mit vollen Taschen, ach, ich könnt ja schon mal naschen, nach Hause und packt erst mal aus. Mensch, wird das ein Festtagsschmaus. Probiert von allem mal ein wenig, ich erwarte es ja so sehnlich. Seit fast einem Jahr bin ich schon trocken, her mit dem Plätzchen aus Kokosflocken. Lebkuchen und Spekulatius folgen, Schokoladenkugeln so schön golden. Und ein Schoko-Weihnachtsmann glaubt am Ende auch noch dran. Nüsse knacken, 1, 2, 3, Zimtsterne sind auch dabei. Zum Abschluss noch ein ganzer Stollen, natürlich mit Sahne, weil wir es so wollen. Ach, was war das wieder lecker! Es kommt ja auch direkt vom Bäcker. Doch erst einmal es ist genug, sonst muss ich später auf den Zug. Zumal es ist ja noch September und Weihnachten kommt im Dezember. 3 Monate sind es bis dahin, da macht die Wirtschaft gut Gewinn. So, schönen guten Tag. Ich hoffe, die Gedichte haben gefallen. Ich habe mir ein paar ältere rausgesucht, die ich ganz schön fand. Ich hoffe, das geht rechtlich mit dem aktuellen, ja, den Weihnachtsmaus von James Criss. Ein richtig tolles Gedicht. Ich verlinke auch mal den Buchband, sicherheitshalber, dass das da in Ordnung geht. Ja, ein bisschen was Ruhigeres zu Weihnachten ist ja auch mal ganz schön. Richtig toll fand ich das von Run. Das muss man ja auch mal lobend erwähnen hier. Dino geht es übrigens sehr gut. Er hat sich da am Feuer etwas aufgewärmt. Ihm ist aber natürlich nichts passiert. So, für den Fall, dass da Fragen aufkommen. Ich wünsche euch ein paar schöne Feiertage oder Weihnachtstage. Es gibt ja auch genug Menschen, die mit Weihnachten nichts am Hut haben wollen. Denen wünsche ich dann natürlich, dass sie da möglichst unbehelligt davonkommen. Und jetzt schon mal ein Dankeschön an alle, die Tage arbeiten müssen, weil die arbeiten ja nur, damit es uns allen etwas besser geht. Sei es denn jetzt Feuerwehr oder Polizei oder Krankenhäuser, Ärzte, Notärzte und ja, der Bahn halt auch. Also, die Leute wollen ja auch mit Zug fahren. So, man, ne, wie gesagt, wir haben ja nicht alle frei und ja, wir sehen uns, sollte man sich nicht mehr sehen die Tage, wünsche ich euch, wie gesagt, schöne Feiertage. Ich werde bestimmt mal streamen die Woche, denke ich mir. Ich weiß aber noch nicht wann, Heiligabend sicher nicht. Und ich werde mal gucken, ob ich die Tage für einen Jahresrückblick nutzen kann. Das heißt, vor dem neuen Jahr werden wir hier vielleicht hoffentlich, ganz hoffentlich nochmal wieder was sehen. Guti, okay, dann wünsche ich euch was. Bis dann. Tschüss.